Im Land, in dem sich Polarfüchse und Schneehasen Gute Nacht sagen, bekommt Inselhüpfen eine ganz andere Bedeutung. Hier hüpft man nicht von Insel zu Insel, sondern von Ort zu Ort. Wir starten in Kangerlussuaq, wo wir den Gletscher und das Inlandeis besuchen. Ist der Schotterwall erst einmal überwunden, präsentiert sich das Inlandeis meterdick und ziemlich schmutzig. Ganz anders, nämlich sauber und aufgeräumt, zeigt sich das Städtchen Sisimiut, unsere nächste Station. Hier unternehmen wir unsere erste kurze Schifffahrt durch das Eismeer. Und vom Städtchen Ilulissat aus machen wir uns auf den Weg in die Discobucht. Diese etwas groß geratenen Eiswürfel stammen alle vom Ekigletscher. Und der zeigt sich schließlich in überwältigender Größe. Nicht weit vom Gletscherabbruch entfernt erreichen wir das Ebki-Camp, unsere Bleibe für die nächste Nacht. Hier beziehen wir erst einmal unsere komfortablen Hütchen. Und schon haben wir den ersten Besuch. Ein kleiner Polarfuchs streift durchs Camp. Das Füchslein scheint sich hier sehr wohl zu fühlen und mir geht es eigentlich genau gleich. Auf ein Wiedersehen also im Ekicamp in Grönland.